Die Geschichte der Endlagerung. Mit der offenen Suche nach einem Lagerort für hochradioaktiven Abfall stellt sich unser Land einer Frage, die weit in die Zukunft reicht. Wie aber ist das überhaupt dazu gekommen? Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Teil 1. Wie es zum Bau der deutschen Atomkraftwerke kam. Beginnen wir in den 1930er Jahren. Damals ist die deutsche Atomforschung führend. Otto Hahn und Lise Meitner gelingt es 1938 erstmals, eine Atomkernspaltung durch Neutronenbeschuss auszulösen. Im nationalsozialistischen Atomprogramm spielen allerdings beide keine Rolle mehr. Lise Meitner nicht, weil sie als Jüdin aus Deutschland flüchten muss, Otto Hahn nicht, weil er den Nationalsozialismus nicht zu Diensten sein will. Während des Zweiten Weltkriegs findet ein weitgehend im Geheimen spielender Wettstreit zwischen Deutschland, den USA, der Sowjetunion und Japan um die erste Atombombe statt. Mit dem Abwurf der Atombombe auf das japanische Hiroshima wird im August 1945 aber offensichtlich, dass die USA als erste über die neuartige Waffe verfügen. Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und auf Nagasaki führen vielen an der Entwicklung der Kernenergie beteiligten Physikerinnen und Physikern die Gefahr der atomaren Vernichtung vor Augen. So werden zum Beispiel Albert Einstein und Otto Hahn zu Pazifisten und Kritikern einer militärischen Nutzung der Kernenergie. Im Nachkriegsdeutschland ist die Entwicklung von Atomwaffen tabu. Doch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Uranverein drängen darauf, die Kernenergie friedlich zu nutzen. Daraufhin wird die Max-Planck-Gesellschaft gegründet, die zum Treiber der Entwicklung wird. 1955 gründet die Bundesregierung ein Atomministerium mit dem CSU-Politiker Franz Josef Strauß an der Spitze. 1957 geht mit dem sogenannten Garchinger Atomei der erste deutsche Forschungsreaktor in Betrieb. Die deutschen Energiekonzerne sind allerdings nicht gerade begeistert. Sie wittern Konkurrenz zu ihren gerade neu errichteten Kohlekraftwerken. Nur mit Hilfe hoher Subventionen und Staatsgarantien bauen die Energiekonzerne nach und nach erste Kernkraftwerke. 1961 erzeugt erstmals ein Versuchsreaktor Strom. 5 Jahre später geht in der ehemaligen DDR mit dem Atomkraftwerk Rheinsberg der erste kommerzielle Reaktor Deutschlands in Betrieb. Wenig später folgen im Westen die Standorte Gundremmingen, Lingen, Obrichheim und Stade und in der DDR das Kernkraftwerk Greifswald. Alles in allem werden in Deutschland 110 kerntechnische Anlagen gebaut für die Forschung, die Stromerzeugung oder die Produktion von Brennelementen. Weiter geht's mit Teil 2, der Widerstand gegen die Atomenergie.